Hallihallo, Hallöchen, wir spielen LS22, sind auf der Void Hostic Map und noch am Ballenpressen. So, mit dem ausgeliehenen Fan-Favorit 824 und der Göwal-Kombi-Presse. So, von der Leistung her ist es eine coole Geschichte hier. Ballen haben wir auch schon, wir haben da noch so einen Ballenzähler. Wir haben 110 Ballen mittlerweile schon gepresst. Die Ballen sollen natürlich nachher unser Konto extrem aufwerten. Ihr seht, da sind noch etliche Ballen. Die Wiese ist riesig, die Karte ist auch riesig, aber riesig geil. Und ja, wir pressen dann noch ein bisschen, müssen dann natürlich jede Stunde ordentlich Geld bezahlen, um die Geräte zu mieten. Aber bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut. Wir sind noch nicht ins Minus mit unseren unsere Kohle. Wir wollten ja eigentlich mal schauen, damit wir 100.000 auf dem Konto behalten. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber sobald wir anfangen können, die Ballen hier vom Feld zu holen und sie verkaufen können, denke ich mal, wird sich der Kontostand extrem ändern. Wir brauchen aber immer noch Technik dafür. Aber ich habe mit dem Händler so ausgemacht, damit wir, wenn wir irgendwas ausleihen, damit wir nachher auch das ein bisschen günstiger kaufen können, wenn wir es für gut befinden. So, und es ist erst auf die Hälfte der Wiese gemäht. Wir wollen heute noch anfangen, die andere Hälfte zu mähen. So, und es sind schon verdammt viele Ballen, wenn man da mal so drüber schaut. Und einen Teil von dem Gras haben wir ja schon ins Silo gefahren für die Kühe, für Grassilage.
So, verrückt. Mittlerweile haben wir 6 Ballen wieder gepresst. Es braucht natürlich... einen gewissen Zeitaufwand. Es ist schon recht spät geworden hier. Also wir haben hier jetzt auf der Karte 17 Uhr. 9. Ja, und da liegt noch einiges vor uns, bis wir das geschafft haben. Ich finde den Sound hier noch so cool von den 800er. So, meine Netze, die aufgefüllt waren, die gehen langsam alle. Ich habe bis noch 15% hier. Siliermittel sieht noch gut aus. Schauen, damit ich mir die Ballen nicht im Weg lege.
So, 127 Ballen, okay, 128. Wow. So, ich brauche auf jeden Fall neue Netze. Da haben wir jetzt wirklich bald keine mehr, obwohl das aufgefüllt war. Aber wir haben auch reichlich Ballen gemacht. Die müssen jetzt natürlich alle noch gern hier, wenn wir da gucken. Objekt ist zu schwer, ja, das weiß ich, aber gern ist hier 6% erst. Das dauert noch ein bisschen, wenn wir jetzt mal weiter oben gucken. Die wir vor einer Stunde oder so gemacht haben, ist jetzt bei 10%. Also, das wird auf jeden Fall. So, die Rehe, ich klaue den Rehen das Futter, da haben sie nicht so Freude.
Ah, die fressen gleich das Abgeschnittene. Das ist natürlich viel besser. Müssen sie es nicht selber abbeißen. So, ich würde sagen, wir machen da noch. Puh, ich muss die Netze holen. Ist gleich mal fertig. Ein Prozent. Ja, wir kriegen die Bahn noch fertig und dann machen wir uns hier auf den Weg und fahren noch zum Händler. Okay, das wollte eigentlich gucken. Die Maschine stellt ab, sobald es keine Folie mehr hat. So.
So, da können wir mal gucken, wie groß eigentlich die Karte ist. Verrückt. So, wenn wir das mal aufladen, holen uns aber trotzdem mal noch Input, was es hier so gibt. Der würde mich immer noch interessieren. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen ist das Silly-Mittel versteckt. Da. Da. So, Folie ist aufgefüllt. Lehrmittel nicht. Okay, ich dachte, das passt alles rein. So, für mich heißt es wieder weiterpressen, für euch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.